Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Hogwarts Mystery. Heute werden wir zu Woven, also mit Woven sprechen. Und wir werden jetzt erstmal den Niffler füttern, denn dafür kriegen wir ziemlich viel... Warte mal, Leute. Ja, ich habe 409 Diamanten. Ich habe sie mir gegönnt. Aber ja, wir werden jetzt erstmal füttern gehen. Und gerade wird ein neues Video hochgeladen und das ist eben das, wo das Ende des ersten Jahres. Wir sind jetzt schon im zweiten Jahr eigentlich. Für euch natürlich nicht, aber wir müssen jetzt erstmal unseren Niffler füttern. Sorry Leute, meine Stimme, ich bin gerade erst aufgestanden. Okay. Geld, weil ich habe mir überlegt, wir sparen jetzt 8000 Euro. Eben... Weil es halt ist, so ist. Und er freut sich jetzt sogar da. Also er freut sich jetzt richtig da so. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist halt so, was wir uns was kaufen. Also ich möchte mir was gönnen. Ich zeige euch das gleich mal. Ich hole mir jetzt erstmal diese Sachen hier. Aber, ich wollte, also ja, wir haben beim Wettbewerb gewonnen, ne? Aber, und wir haben uns diese Frisur, die ich haben wollte, gegönnt. Ne, warte, das war hier. Und wir wollten, ich wollte mir das und das holen. Und dann noch die da, diese Frisur. Ich fand ich eigentlich ganz gut. Ne, wir hätten uns natürlich auch das hier kaufen können, aber wir werden uns irgendwann... was gönnen. Was habe ich jetzt gemacht? Ja, vielleicht habe ich gerade aus Versehen Werbung angeschaut. Shit, auf jeden Fall. Hier gibt es ja noch jede Menge Sachen. Und da hinten ist, glaube ich, irgendwo die Höhle, wo Harry mit Dumbledore war, wegen diesem Fake Horcrux. Was von diesen Rebios Hack oder so, Hack, Black, meine ich, hinterlassen worden ist. wir werden das jetzt erstmal duellieren gehen. Ja, duellieren. Genau. Dann. Können wir jetzt mal schauen. Ja, du scheinst mir gut. Ah ja, er nimmt. Wir haben einfach gesehen, was er nimmt. Ist mal ganz im Ernst. Sehen wir nicht mehr, was er nimmt. Okay, er wird denken, wir nehmen. Dürfen Sie das nehmen? Oh. Das war nicht cool. Scheiße. Oh. Gott. Das wird jetzt hart. Und zwar ganz meinst, es wird hart. Also, wie hat er gerade gedacht? Er hat defensiv genommen. Das heißt, er hat so gedacht, wie wir gedacht haben. Wir dachten nämlich, wir nehmen aggressiv. Das heißt, wir denken, wir nehmen jetzt defensiv. Das heißt, wir nehmen jetzt hinterhältig. Unentschieden. Okay, das ist jetzt dein Problem, was wir jetzt gesehen haben. Sind wir ein bisschen abschwächen, aber das ist gerade hart auf hart. Die nächste entscheidet alles. Ja, hat er nicht besonders viel gebracht. Das nächste entscheidet alles, Leute. Okay. Also, wir haben gerade hinterhältig genommen. Davor meine ich. Jetzt haben wir defensiv genommen. Er wird denken, wir nehmen das nochmal, er wird hinhalten nehmen, das heißt, wir nehmen das. Genau. Das ist jetzt dein Ende, mein Lieber. Ich meine, man kann sich doch nicht so mit Voldemort duellieren. So. Okay. Erstmal das gemacht, was sie halt machen müssen.
Ich würde sagen, wir werden es jetzt tun, weil ich möchte auch noch dieses Jahr Quidditch spielen, wenn das verständlich ist. Das werden wir wieder mal. Okay, machen wir es. Machen wir es, Logan. Was hast du rausgefunden? Oh, jetzt reden wir ja weiter mit uns. Stimmt es, was die Leute über dich und das verwunschene Eis erzählen? Ja. Also, ich weiß ja nicht, was du meinst, aber wenn du meinst, wir sind da hingegangen und haben Visionen gehabt und so, ja, dann stimmt's. Hattest du in deinem ersten Jahr Ärger mit Bullies? Was ist das? Jetzt mal ganz im Ernst. Nein, ich hab Internet, du dummes Ding. Ich war verarschen, dass ich kein Internet hab. Ah ja. Ja. Wie viele Hauspunkte hast du für Ravenclaw geholt? Ja, was ist denn mehr als ich verloren habe? Ich habe den Hauspokal für euch geholt. Hervorragende Arbeit bei den Entziffern der Notiz, Woven. Du wirst es nicht glauben, Narcissa. Ich dachte zuerst, ich hätte mich bei der Übersetzung geirrt. Aber ich habe alles viermal überprüft. Kannst du nicht siebenmal überprüfen, dass es immerhin in der Zaubererwelt die Glückszahl. Was steht da drin? Frage ich mich jetzt gerade auch. Deine nächste Anweisung wurde in einen schwarzen Federkiel verwandelt und im Gryffindor-Gemeinschaftsraum versteckt. Ach du meine Güte. Missachte die Anweisung und du wirst schwer bestraft. Er. Wer ist er? Ja, guck, jetzt schreibt es wieder das Gleiche. Ein schwarzen Federkiel und wer ist er? Ja, ich weiß selber nicht, wer er ist. Das frage ich mich auch. Felix Rosier, Rubius Hagrid, Argus Filch, ich glaube nicht, dass hier der Notiz von ihnen ist. Rosier ist doch böse. Ist noch Todesser. Wenn diese Nachricht für Ben war, müssen wir diesen Federhill finden. Wir können die Verhandlung mit Riparifaga rückgängig machen. Ja, cool, was ich das in Verwandlung gelehrt habe. Ja. Schwerer wird es, in den Gryffindor-Gemeinschaftsraum zu kommen. Schüler dürfen die Gemeinschaftsräume der anderen Häuser nicht betreten. Ich konzentriere mich darauf, den Zauber zu lernen. Du überlegst dir einen Plan, wie wir in den Gryffindor-Gemeinschaftsraum kommen. Sei vorsichtig, Narcissa. Der Verfasser dieser Notiz klingt gefährlich. Ja, ich weiß auch. Also er ist auf jeden Fall böse. Ja, okay, wow, jetzt sind wir uns mal einig, der Verfasser ist böse. Er will Ben umbringen. Kapitel 1 abgeschlossen. Das zweite Jahr beginnt. Kapitel 2. Wachsen und Schrumpfen. Mit stärkeren Zauberkräften schmiedet Woven den Plan, sich in den Gemeinschaftsraum eines anderen Hauses zu schleichen, um den schwarzen Federkiel zu finden. Ja. Woven schmecken kann mir erst in einer Stunde. Was gibt's hier? Später lernen. Warum? Ich will das jetzt machen. Hallo? Idiotikompresse. Jetzt mal ganz im Ernst, Idiotikompresse, Leute. Dann gehe ich halt in Dumbledores Büro. Wo ist der Dumbledore? Ich gehe jetzt zu ihm hoch. Zutritt zum Büro nur auf Einladung. Ja, danke, Professor Dumbledore. Warum kann Harry irgendwie das Passwort erraten und einfach hochrennen? Beleidigung. Jetzt mal ganz im Ernst, Beleidigung. Aber sowas von Beleidigung. Ich werde euch in die peitschende Weide schmeißen. Dumbledore dich auch wenn ich dich eigentlich mag. Naja, aber Leute. Wir müssen jetzt irgendwie das aufleveln. Ich würde sagen, wir gehen erstmal zu Professor McGonagall. Aber hat sie uns eigentlich nicht Privatunterricht gegeben? Ich meine schon. Also, ich meine schon. Ja, ich hoffe, wir haben gleich nicht Geschichten, Zauberei, zum Glück am 5. erst. Aber nächstes Jahr können wir in die Bibliothek, ja! Ja, das ist jetzt wirklich ärgerlich. Vor allem, wir müssen jetzt 30 Diamanten ausgeben, Leute. Ich wollte mir noch ein Tier holen und das ist dann ziemlich Mist. Aber okay.
Los. Roven sprechen. Ja, Roven, was hast du herausgefunden? Was für einen Plan hast du? Jetzt sagt jeder jemand was. Ich war erst für 5 Minuten oder so drin. Hast du eine Idee, wie ich mit Snape zurechtkomme? Ne, Professor Snape zurechtkomme. Ja, du solltest ihn in Ruhe lassen und du solltest einfach nur gut mitmachen, aber nicht zukommen, sonst wirst du nicht. Ja, also solltest einfach der Liebling sein und so tun. Mirul hält mit einer Gruppe einflussreicher Slytherin einen Plan aus. Du solltest vorsichtig sein. Du hast 10 Punkte der Verlandung für uns geholt, als es ja gut gemacht. Alte Moni, ich habe 110 insgesamt. Also wenn man die restlichen dazu hält. Und außerdem habe ich noch mindestens irgendwas anderes. Ja, egal, okay. Hey Narzissa, hast du etwas von Ben gehört? Nein. Aber wenn du uns in den Gryffindor-Gemeinschaftsraum bringst, dann können wir ihn mit der schwarzen, mit dem schwarzen Federkiel finden. Es fiel mir schwer, mit einem Plan auszudenken. Was? Mit einem Plan aus? Das heißt doch hier, naja, ich kann kein Deutsch. Warum solltest du Deutsch lernen? Es fiel mir schwer, mir einen Plan auszudenken. Aber dann sind mir der Schrumpf und der Schwellzauber eingefallen. Okay. Außerdem steht das große Quidditch-Spiel zwischen Gryffindor und Slytherin vor der Tür. Und das bedeutet, alle werden das Match verfolgen. Ich will auch hin. Abgesehen von uns. Oh nein, Roven! Ich will auch Quidditch anschauen, du Idiot. Wenn die Schüler den Gryffindor-Orientierungsraum verlassen, schrumpfst du, schleichst durch die offene Tür und vergrößerst dich wieder. Der Gemeinschaftsraum wird leer sein. Du kannst dir den schwarzen Federkiel schnappen und unbemerkt verschwinden. Einfach genial, oder nicht? Ja, es ist genial. Der Plan ist gefährlich. Es ist ziemlich... Klasse, ist gefährlich. Das klingt gefährlich, Rowan. Was, wenn ich zu einem Nichts schrumpfe oder mich nicht mehr zurückverwandeln kann oder jemand auf mich tritt? Ich werde die Zauber studieren, um sicher zu gehen, und bin die ganze Zeit dort, um Wache zu halten. Ich kann selbst studieren und ich muss keine Wache halten. Das ist nämlich dann irgendwie seltsam und es misst, man macht die Gruppen das misstrauisch. Vertrau mir, Narzissa. Der Plan wird funktionieren. Ich vertraue dir, Rowan. Ich werde diesen Zauber so schnell wie möglich lernen. Da ist noch etwas, Narzissa. Die Gryffindor-Vertrauensschülerin ist schlau. Sie wird damit rechnen, dass Slytherin den Eingang zum Gryffindor-Gemeinschaftsraum sabotieren, während alle abgelenkt sind. Wenn sie zurückkommen, während wir hereinschleichen, bekommen wir eine Menge Ärger. Ich kümmere mich um die Vertrauensschülerin. Lass uns später treffen, um unseren Plan umzusetzen. Ja. Nebenquest. Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich freue mich natürlich immer über ein Like, damit ich auch sehe, was es euch gefallen hat. Wenn nicht, dann gebt mir einfach kein Dislike oder ignoriert es einfach vollständig. Und ja, damit sage ich sozusagen Tschüss. Apropos Tschüss. Von meiner Seite, das heißt natürlich, danke fürs dabei sein. Und alle, die etwas in die Kommentare schreiben und einen netten Kommentar haben, bekommt ein Herz. Jemand, der ausführlicher schreibt und auch schreibt, was ihnen gefallen hat und was nicht, bekommt vielleicht, also wird vielleicht in dem nächsten Video gegrüßt. Bisher war das eigentlich noch nicht so, aber naja. Und abonniere nicht vergessen, denn ab 1000 Abonnenten gibt es den ersten Livestream. Und damit sage ich Ciao mit Fahrrad.